Kein Wunder, dass kaum einer mehr weiß, dass er, der 10 Meter große Backsteinelefant, vor gut 50 Jahren als Erinnerung an die kurze deutsche Kolonialherrschaft aufgestellt wurde. Alle äußeren Erkennungszeichen sind nach 45 entfernt worden. Das Buch mit den 1500 Namen der Kolonialkriegstoten liegt längst nicht mehr in der Krypta. Von Anfang an war der Mörtel nichts wert, der das Bauwerk zusammenhält. So zerfällt der Elefant zusehends, ohne dass die verantwortlichen Behörden bisher Interesse an seiner Rettung gezeigt hätten. Und da kommt doch ein Mann daher, der behauptet, dass er sich schon seit 8 Jahren vergeblich darum bemüht, bei den Behörden den Elefanten auf eigene Kosten reparieren und in Form halten zu dürfen. Ich habe hier 3 Jahre gelernt in dieser Straße, in der Blumenthalstraße, in einem Importhaus und habe täglich den Elefanten gesehen. Ich hänge, wie also viele andere Bremer auch, an diesem Elefanten. Herr Franke, wenn Sie schon selber kein Geld haben, warum lassen Sie sich den Elefanten nicht von einem Privatmann renovieren? Der Elefant ist nur seit 32 als Reichskolonialdenkmal eingeweiht worden aufgrund von Firmenspenden. Und wir haben jetzt auch das Angebot wieder, dass sich Firmen, auch solche, die damals dabei gewesen sind, bei der Restauration des Elefanten beteiligen wollen. Und wenn natürlich dann die Hälfte des Betrages von Firmen aufgebracht wird, bin ich sehr einverstanden. Ist er sehr einverstanden und zieht zufrieden seines Weges. Für Detlef Otterstedt, der den Elefanten seit 8 Jahren umsonst instand gehalten hätte, hat er sich nicht weiter interessiert.